Domenico in Angst, flammen Gefühle für Xevelyn wieder auf? Aufgewärmt schmeckt nur Gulasch, das scheint auch Domenico De Sicco zu wissen. Aus diesem Grund fürchtet sich der einstige Bachelorette-Boy vor der Zeit im Dschungelcamp, wo er auf sein Xevelyn Burki, 30, treffen wird. Bei Bachelor in Paradise trafen die beiden Reality-TV-Stars aufeinander und verließen das Flirtformat als Paar. Wenige Wochen nach dem Finale trennten sie sich jedoch wieder. Nun bangt der Herzblut-Italiener, dass die Gefühle für die Blondine wieder aufflammen könnten. Die Situation mit Domenico ist schon komisch, gibt Evelyn im Dschungeltelefon ehrlich zu. Seit ihrer Trennung ist viel passiert, Domenico ist Vater geworden und mit der Babymama zusammen eigentlich. Denn der leidenschaftliche Familienvater bekommt beim Anblick seiner Verflossenen anscheinend noch immer weiche Knie. Evelyn sucht das Gespräch mit ihm, alles ganz anders hier als bei Bachelor in Paradise. Was folgt, ist eine vertraute Unterhaltung über die vergangenen Monate, die zwei scheinen sich noch immer blendend zu verstehen. Das merkt auch Domenico, meine Angst ist, dass ich hier wieder mit dir so weit komme, offenbart der 35-Jährige. Was wohl seine liebste Julia zum trauten Wiedersehen sagen wird. Vor dem Abflug nach Australien ist sie jedenfalls noch ganz locker mit der Situation umgegangen. Ich habe gewusst, dieser Mann gehört zu mir, beteuerte die Neumama im RTL-Interview.